Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Race Driver Grid. Wir machen weiter mit dem letzten Wettkampf von JSpeed Super One. Und zwar handelt es sich dabei um Drift GP, Driftbox Meisterschaft. Den Wagen dafür haben wir bereits. Wir bekommen hier 2,25 Millionen Euro an erster Position. Fahren nur in Yokohama auf der Stockstrecke A1 in Japan. Und mit welchem Wagen müssen wir antreten? Mazda, ja, Mazda, ne, den nehmen wir. Ja. Das wird wohl der beste sein. Der RX-7 FD3S. Den wählen wir aus. Die ja, Sachen lassen wir wie immer. Ich hatte mir überlegt, ob ich die Fahrhilfen vielleicht mal einfacher einstelle einfach. Aber nein. Wir lassen es doch so. Muss es mir ja nicht immer einfacher machen. Irgendwie das passt schon so, wie es jetzt ist. Und dann gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. Die Kombo ist hier sehr wichtig. Aber wenn man eine hohe Kombo hat und dann irgendwo reinrast, dann ist das natürlich umso ärgerlicher. So, wir gucken mal, was wir hier reißen können. So. Das war schon mal ganz in Ordnung. Auch wieder ein bisschen mit Handbremse arbeiten. Ja. So in etwa. Ach Mann. Ja. Okay, das geht besser, aber... Immerhin bis Herz gehalten hier. What? Oh Gott. Jetzt war ich voll überrascht, dass ich hier so schnell wieder abbiegen muss, irgendwie. Okay. So. So. Oh Gott. Ja, hier kann ich immer nicht so viel kommentieren. Weil das sehr... Oh. Ja, muss man sich sehr konzentrieren bei diesen Rennen hier. Aua. Zwei Runden fahren wir hier. Ja, komm. Wagen, gib wieder Gas hier. Aber ich denke mal, hier sind auch die anderen wieder nicht so starke Gegner. Ist ja bei jedem Drift-Event eigentlich so. Mal gucken. Na, fahr doch geradeaus hier. Ach, jetzt komme ich zu weit raus. Oh Gott. Ja. Schon mal ein ganz gute Combo, fünfmal. Ja. Ja, 180.000 Punkte. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Würde es jetzt mal nicht allzu schlecht abstempeln. Aber wissen kann ich es nicht. Wow. Aber jetzt sind wir ja schon am Ende, ne? 207.001. Ja, schauen wir mal. 81.981, also. Locker gewonnen mal wieder. Ja, die Drift-Events sind echt nicht schwer. Das ist Tatsache. Und ja, dann geht's gleich weiter zur zweiten Runde.
Wie sieht's aus mit... Ah, Tom hat verloren. Er hatte 190.000. Hat gegen den verloren, der hatte 207.000. Wie viel hatte ich nochmal? Oh, auch. Aber ein bisschen weniger als der, ne? Gegen den hätte ich auch verloren, tatsächlich. Oha, die werden jetzt schon besser. Ich hatte jetzt wirklich Glück, dass der, gegen den ich gefahren bin, nicht so gut war. Okay, als nächstes fahren wir gegen Shiro Senda. Der Senda. Alles klar, wieder auf der gleichen Strecke. Na gut. Kann ich versuchen, mich noch ein bisschen zu steigern hier. Also 207.001 hatte ich jetzt eben. Ist ja leicht zu merken. Kann ich ja jetzt versuchen, vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen. Mal sehen. So, mal gucken, wie lange wir hier schon mal den ersten Combo halten können. Na, ja okay, ich habe eigentlich nochmal Handbremse gedrückt, dass der Wagen vielleicht ein bisschen noch driftet. Ey. Wir können auch zurücksetzen, ne? Das geht hier auch. Warum denn auch nicht? Ja, das ist jetzt schon zu spät. Sonst hätte ich ja vielleicht den Kombo noch wieder behalten können, ne? Nee. Das ist mir zu blöd, ey. Jetzt habe ich es ja sogar noch mehr versaut, als, ja, als es davor war. Okay. Nochmal, nochmal richtig. Ja. Mal 5. Aua! Was war denn das? Mann. Ja, dieses... Okay, ich dachte, ich könnte es einfach wegstoßen. Okay, wir gucken mal, ob ich das noch irgendwie... Hilfe. Ja, nee. Na gut, ist ja auch egal. Wir kriegen hier eh genug Punkte, oder? Na wohl, so groß war der Vorsprung vorhin gar nicht. Ja. Cool. Mann, gib doch Gas. Ey. Hagen, fahr. Und drifte. So. Man kann immer so ein bisschen die Handbremse drücken. Ja, es sei denn, man ist zu langsam. Dann natürlich nicht. Ja, komm. Die Strecke ist so eng hier. Aua. Oh, sag mal, was ist denn jetzt los, Mann? Ey. Ach, Leute. Ja, die Strecke ist einfach wirklich zu eng, um hier anständig zu fahren. Ey, ich dachte, ich könnte es einfach wegrammen. Ja, wow, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dann natürlich ausgewichen.
Sieht relativ schlecht aus. Aber jetzt der Kombo hier ist gar nicht mal so schlecht gerade. Mal gucken, was da noch draus wird. Ja. Nicht so viel. Ja. Ey, Mann. Alter, fahr doch richtig los, Mann. Was ist denn jetzt los, ey? Ja. Wie viel hat denn der? Okay, 107.000. Wieder gewonnen, zum Glück. Mann, aber warum war das jetzt so schlecht? Ich weiß es nicht. Bin aber schlecht gefahren. Egal, wir haben ja auch gewonnen. Gegen Shiro Senda. Jetzt geht's gegen Mayazuki Yamaguchi. Den kennen wir ja schon. Und Tom ist ja wie gesagt leider rausgeflogen. Wir sind im Halbfinale. Oh ja. 11 Minuten schon vergangen, ey. Es geht echt schnell. Ja. Ich kann leider hier bei diesen Drift Events wirklich nicht so viel reden, weil ich mich wirklich hier konzentrieren muss. Und ich schaff's ja trotzdem nicht mal richtig. Was war das denn jetzt? Wieso hat er da nicht nochmal einen Drift gewertet? Na komm. Gib es mir. Ach, da nicht. Ja, ich krieg immer erst dann Punkte, wenn ich irgendwo gegenknalle hier. Ah, oh, Mann! Komm. So, auf der Geraden kann man ja schlecht driften. Deswegen hebe ich mir das mal für die Kurven wirklich auf. Ja, natürlich. Was? Ach, ich kann schon gar nicht mehr zurücksetzen? Warum denn nicht? Habe ich... Wird es mitgewertet von den anderen... Läufen oder was? Ach, ich weiß es nicht. Ja, da konnte ich jetzt auch noch sehr viel machen, ne? Ja. Ey. Komm. Man muss wirklich vorsichtig mit dem Beschleunigen sein. Wenn zu viel Gas gibt, dann ist es schlecht. Oh nee. Mann, ich bin doch auch so scheiße, Mann. Oh. Ja, das funktioniert besser.
Einfach nicht Vollgas geben, sondern eben nicht Vollgas geben, genau. Dann bin ich nämlich nicht die ganze Zeit zu schnell. Das war doch ganz okay. Ja, reicht auch. Na also, Sieger. Schöne Sache. Ja, dann geht's jetzt ins Finale, ne? Gegen wen? Nobushige Kumakubo. Ja. Richtig ausgesprochen. Alles gut. Welchen Team? Achso, Team Orange. Orange, ja. Ja, dann zeigen wir dem mal, dass wir mehr drauf haben. Das werde ich dem schon noch beweisen. Vor allem, weil ich ja jetzt weiß, wie ich das in etwa hier machen muss. Ja. Naja, okay. Oh, ich bin schon wieder so schnell hier. Oh. Okay. Ja. Okay, haben wir schön einen Flaggenbonus. Fahnenbonus bekommen. Mal die Handbremse ein bisschen antippen. Hm. Aber es reicht halt nicht. Die Geraden sind irgendwie zu lang, um den Combo wirklich aufrecht zu erhalten. Das ist wirklich so. So, aber immerhin knall ich jetzt nirgendwo mehr gegen. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Nein. Tja. Also hohe Kombos kriege ich jetzt leider schlecht mit hin. Aber das ist doch ganz in Ordnung jetzt, finde ich. Tja, wenn man eben immer unbedingt den Combo weitermachen will, dann wird man zu übermütig. Das sollte man nicht werden. Ja, okay. 125.474, das... Hoffentlich reicht das, ey. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nein! Ja, der hat jetzt natürlich so doppelt so viel wie der davor, ne? Natürlich. Nee, nicht doppelt so viel. Wie viel hat er jetzt gehabt? Naja, fast doppelt so viel. Ach nö. Ja, kann ich nicht normal machen, bitte? Oder hätte ich jetzt das... ich hätte es gleich nochmal... Ach, scheiße, Mann. Wieso darf ich das denn nicht wiederholen, einfach? Oh. Leute. Ach, naja. Egal. 92.000 Ansehenspunkte, hurra!
die wir nicht mehr brauchen, aber egal. Wir kriegen sie einfach hinterher geschmissen. Weil sie anscheinend niemand mehr braucht. 13,3 Millionen Euro haben wir jetzt auf dem Konto. Arai Helmet, Junspeed und der dritte Sponsor bleibt uns vorbehalten, da wir nicht Erster geworden sind. Vorenthalten. Nicht vorbehalten. Vorenthalten, ne? Ja. So. Hier lassen wir das gleich. 33.000. Ja, das ist der geringste. Ja, die sind sowieso schlechter. Gut, dann lassen wir alles wie es ist und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem nächsten Wettkampf. Und wir haben jetzt tatsächlich hier alle von der dritten, ja, von den dritten Wettkämpfen, von den dritten Lizenzen abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht es in die internationale Rennliga, die letzte Rennliga hier oben. Hier haben wir nur noch 6 Wettkämpfe zur Auswahl. Und ja, das sieht schon mir schon mal ziemlich interessant aus. Wir haben tatsächlich jeden Wagen jetzt, den wir noch brauchen. Und da fangen wir in der nächsten Folge an. Also, ja, okay. Eigentlich ist es egal. Aber ich mach's mal trotzdem, wo wir am meisten Geld bekommen. 4,5 Millionen. Auch überall gleich, oder was? Oh. Tatsächlich, überall gleich. Ah ne, hier ist es weniger. Na gut, dann machen wir hier weiter. Also fangen wir hier an. Open Wheel Philips Weltmeisterschaft. Okay, Philips, cool. Und hier fahren wir auf den folgenden Strecken. Alter, 5. Okay, das werden dann lange Folgen hier. Detroit Grand Prix Rennstrecke. Okutama Sprintring Mailand. Circuito di Milano. Da sind wir auch schon ewig nicht mehr gefahren. Ach stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Stimmt, Mailand, da waren wir ganz am Anfang. Warum sind wir denn da nie mehr gefahren danach? Ist ja komisch. Washington Grand Prix Rennstrecke und Istanbul Park Grand Prix Rennstrecke. Ja. Ja, die anderen alle Strecken kenne ich sehr gut. Außer Detroit sind, na doch, die sind wir auch oft gefahren. Nur Mailand, die sind wir wirklich selten gefahren. Und mit welchem Wagen? Der Formula 3 von Dallara. Mit diesem Wagen fahren wir also. Okay. Ja, gut, dann geht's damit in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewertet mich nicht vergessen. Also dann bis zur nächsten Folge und tschüss.